Ich hatte ja heute ein Déjà-vu-Erlebnis, wie ich dem Bundeskanzler Kurz zugehört habe. Kurzfristig habe ich geglaubt, er hat sich im Redemanuskript geirrt und hat das aus 2019, wie wir die schwarz-blaue Steuerreform präsentiert haben, verwendet. Das heißt, sehr, sehr viele Dinge abseits jetzt dieser öko-asozialen Steuerreform sind ja eigentlich Dinge, die wir bereits damals unter Blau-Schwarz beschlossen haben. Also von der Lohnsteuersenkung angefangen bis zur Mitarbeitererfolgsbeteiligung, bei der Senkung der Sozialversicherungsbeiträge. All das sind ja eigentlich Dinge, die schon längst festgestanden sind. Also was da so lange verhandelt wurde in letzter Zeit und über Nacht noch, das kann nur die ökosoziale Steuerreform letzten Endes gewesen sein. Und man muss ja fairerweise sagen, der Steuerzahler zahlt sich ja hier die Steuerreform eigentlich selber, weil wir haben gehört, es ist ein Entlastungsvolumen von 18 Milliarden Euro. Das ist ja die Bruttoentlastung. Von dieser Bruttoentlastung muss man das abziehen, was letzten Endes den Steuerpflichtigen genommen wird. Wir wissen, durch die kalte Progression wird den Steuerpflichtigen jedes Jahr ein Betrag von über 2 Milliarden Euro weggenommen. Und wenn man sich bedenkt, dass das jetzt eine Berechnung ist, die mit niedrigen Inflationsraten erst stattgefunden hat und wir aber derzeit eine Rekordinflation haben von 3,2%, die höchste Inflation in den letzten 10 Jahren, ja, dann wissen wir, dass ein Großteil dieser Steuerreform von den Steuerpflichtigen selbst finanziert wird. Und dann gibt es ja noch diese Strafsteuer, diese Öko-Bepreisung, wo es hier auch jährlich einen Betrag von 1,8 Milliarden Euro geben soll, der eben den Steuerpflichtigen weggenommen wird. Wir haben heuer die NOVA erhöht, die macht bis 2024, 2025 eine halbe Milliarde Euro aus. Das heißt, von dieser Bruttoentlastung muss man natürlich sämtliche Belastungen bzw. auch die kalte Progression abziehen. Dann kommt man letztens einen Betrag, wo eigentlich die Steuerpflichtigen selbst einzahlen in das System. Und vielleicht noch ein paar ergänzende Dinge. Ein Start mit Masse 1.7. eines jeweiligen Jahres, ja, das ist sowohl für die Finanzverwaltung als auch für die Steuerberater natürlich eine Katastrophe. Jeder Lohnverrechner wird sich ärgern, wenn unterm Jahr die Programme umgestellt werden müssen. Also die IT muss umgestellt werden, das kostet alles Geld. Das heißt, wenn schon eine Lohnsteuersenkung, die wir natürlich befürworten, ja dann auf jeden Fall ab 01.01.2022 bzw. die weiteren Stufen immer jeweils zum 01.01. Aber unterjährig eine Steuerreform zu starten, ja, das ist eigentlich ein bürokratischer Nonsens. Die NEOS haben unter anderem schon im Vorfeld kritisiert, etwas, was Sie auch angesprochen haben, dass die kalte Progression wieder nicht abgeschafft wurde. Warum kann man sich hier, glauben Sie, nie einigen? Das ist eine Forderung, die es schon sehr lange gibt. Na, einigen würde man sich schon können, aber man will es einfach nicht. Man will großzügig sein mit Steuergeschenken, die alle paar Jahre wieder in der Lage sein, machen zu können. Und der Bundesminister für Finanzen erhält ja ein schönes Körbergeld jedes Jahr. Und alle paar Jahre gibt es dann wieder eine Steuerreform, wo dann von der größten Steuerentlastung der Republik Österreich gesprochen wird. Aber letzten Endes wird ja den Steuerpflichtigen nur das zurückgegeben, was ich ihnen vorher weggenommen habe.